Armin Helfer, gratuliert dir zum heutigen Sieg gegen Olten. Wie hast du das gesehen? Wie war die Mannschaft von euch bereit? Oh, wir waren heute top fokussiert und wir haben ein super Spiel abgeliefert von der ersten Minute. Im zweiten Drittel haben wir ein bisschen zurückgesteckt vielleicht. Das ist heuer unser Problem, wenn wir ein Gegentor bekommen, dann sind wir ein bisschen verunsichert. Aber ich würde sagen, im Endeffekt haben wir heute mehr als verdient gewonnen und endlich wieder mal zu Hause vor so einer super Kulisse heute. Das macht Spaß und jetzt wollen wir mehr. Sehr gut. Jetzt ist es leider so, dass die anderen Teams auch gewonnen haben. Also der Abstand zum Strich ist gleich geblieben. Man hat am Anfang dieser Saison viele Punkte nicht gemacht. Was war das Problem? Ah, das Problem, das ist eine gute Frage. Ich weiß es leider nicht. Zu heute, wir können die anderen Resultate nicht beeinflussen. Wir müssen auf uns selber schauen und wir haben es immer noch selber in der Hand. Von daher, nein. Der Abstand ist zwar gleich geblieben, aber wenigstens ist er nicht größer geworden. Sehr gut. Armin, eine Frage. Die Ausländer müssen den Unterschied ausmachen in der Nationalliga B. Wie siehst du das selber bei Thurgau? Seid ihr top oder fehlt da noch etwas? Oh, ich glaube, ja. Scorerqualitäten braucht es natürlich, aber ich bin ein Verteidiger. Der Brian Malone ist vielleicht nicht der Superscorer, aber umso mehr ist der Malone zum Beispiel ein Top-Mannschaftsspieler, ein Teamplayer, den es scheißegal ist, wenn er zwei Punkte hat, keinen Punkt. Wichtig ist für ihn, dass die Mannschaft drei Punkte macht. Im Endeffekt würde ich sagen, natürlich sind die Ausländer schuld, wenn wir die Playoffs verpassen. Aber wenn wir sie machen, die Playoffs, dann macht es keine Rolle, wer die Tore schießt. Wir sind eine Mannschaft und ganz egal, wer die Tore macht. Wäre es dir lieber von der Verantwortung als Ausländer, wenn du mit einem zweiten Ausländer zusammenspielen könntest oder nicht? Bei mir ist es im Endeffekt egal. Wie gesagt, wir sind eine gute Truppe. Wir haben, wenn einer mal ausfällt, jeder kann ihn ersetzen. Na, wir haben eine gute Mannschaft, ob jetzt einer ein Ausländer ist oder nicht, das ist mir egal. Armin, ich danke vielmals. Wir drücken die Daumen, dass ihr das noch schafft. Danke vielmals. Danke. Ja.